Der Wärmevergleichrechner. Individuelle Gebäudeheizung oder Wärmenetz. Prüfen Sie mit nur wenigen Eingaben, welche Form der Wärmeversorgung für ein Siedlungsgebiet ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Experten in kommunalen Gremien müssen oft komplexe Entscheidungen zu regionaler Infrastruktur mit konkreten Folgen für die Bürger treffen. In einer kommunalen Ausschusssitzung geht es zum Beispiel um wichtige Entscheidungen zur Wärmeversorgung einer ganzen Siedlung im Vergleich zu individuellen Gebäudeheizungen. Die Experten diskutieren, ob die Siedlung mit zentraler Wärme versorgt werden soll oder ob individuelle Heizungen in Gebäuden für die Wärmeversorgung genutzt werden sollen. Die Kriterien, die hier zu Entscheidungen führen, sind vielschichtig und komplex. Hier ist eine Entscheidungshilfe gefragt. Der Online-Wärmevergleichrechner ist ein neues Tool, mit dem kommunale Experten bei Entscheidungen zur Planung einer zentralen oder dezentralen Wärmeversorgung unterstützt werden. Der Wärmevergleichrechner bietet nach nur wenigen Eingaben eine kostenfreie, objektive Entscheidungshilfe auf Basis wissenschaftlicher Studien. Dabei werden sowohl die Betriebskosten als auch die Energieverbräuche und die CO2-Bilanz der verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten berücksichtigt. So werden objektive, faktenbasierte Entscheidungen ermöglicht. Um zum Ergebnis zu gelangen, werden einige wenige Informationen benötigt, wie die Größe des Versorgungsgebietes, die Anzahl der geplanten Gebäude oder die durchschnittliche energetische Gebäudequalität. Alle Ergebnisse und Fakten für das Planungsvorhaben erhalten Sie sofort online und als PDF zum Download. Sie bekommen die individuellen Wärmekosten sowie eine ökologische Bewertung der Wärmeversorgung angezeigt. Nutzen Sie den kostenfreien Wärmevergleichrechner zum Vergleich individueller Wärmeversorgung mit dem Anschluss an ein Wärmenetz. Planen Sie für ein Siedlungsgebiet klimafreundlich und ökonomisch sinnvoll. Für Ihr Quartier, für unsere Zukunft.